So, vielen Dank an die Volkstanzmusik Frommern, die den Tag heute eröffnet hat. Der Schwäbische Albverein feiert ja dieses Jahr seinen 125. Geburtstag. Den spektakulären Auftakt der vielen geplanten Termine und Aktionen liefert der Kulturrat heute hier in Ulm. Tanzgruppen aus dem ganzen Vereinsgebiet, internationale Gäste begrüßen den Frühling. Das Wetter klappt nicht ganz so, aber mit 8 Bändertänzer heute Mittag als Höhepunkt traditionell wird das Tag dann ausklingen. Zuerst möchte ich jedoch alle Ehrengäste, alle Gäste und vor allem die aktiven Kulturtreibenden heute recht herzlich hier in Ulm begrüßen. An erster Stelle den Hausherrn, Herrn Oberbürgermeister Ivo Gönner. An Sie ein großes Dankeschön, dass wir heute hier sein dürfen. Im Wetter, wie gesagt, hätte es sich ein bisschen besser anstrengen können, aber wird schon klappen. Eine spezielle Freude ist es mir, den Ehrenpräsidenten des Schwäbischen Albvereins, Herrn Peter Stoll, zu begrüßen. Während seiner Präsidentschaft wurde der Stellenwert des Kulturbereichs im Schwäbischen Albverein durch die Gründung des Volkstanzrates, wie er damals geheißen hat, später dann Kulturrat, gefestigt. Persönlich und auch unsere Hohenloher Gruppe denkt immer noch gern an die Begegnungen zurück, die man in der Zeit hatte, zum Beispiel am Wandertag, und war immer sehr schön. Weiter begrüße ich den Präsidenten des Schwäbischen Albvereins, Herrn Hans-Ulrich Rauchfuß, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß. Zusammen mit weiteren Vertretern des Präsidiums und des Vorstandes. Zum Schluss begrüße ich alle Vertreter des öffentlichen Lebens, alle Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, alle aktiven Kulturtreibenden und alle, die ich vergessen habe. Nach dem Grußwort von Herrn Oberbürgermeister Ivo Gönner heißt es dann unter dem Motto Konzert und Reflexionen, wohin des Wegs Schwäbischer Albverein. Unterstützt von der Volkstanzmusik Frommern und einem extra gegründeten Projektchor zeigt Manfred Stinge, Vorsitzender des Kulturrats im Schwäbischen Albverein, welch bedeutende Rolle die Kultur in den 125 Jahren des Vereinsgeschehens gespielt hat und welche Lehren sich daraus für die Zukunft ziehen lassen. Ich wünsche allen einen erlebnisreichen Tag mit vielen schönen Eindrücken. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Sie, liebe Mitglieder und Freunde des Schwäbischen Albvereins. Besonders herzlich grüße ich Herrn Bürgermeister Ivo Gönner, ein großer Redner und ein sympathischer Bürgermeister, denke ich. Das ist einfach, muss man so sehen. Ne? Ich freue mich besonders, dass unser Ehrenpräsident Stoll den beschwerlichen Weg auf sich genommen hat. Danke, dass Sie gekommen sind. Natürlich auch Präsident Rauchfuß und Vizepräsident Schönherr und dazu natürlich alle die Repräsentanten und Vertreter des öffentlichen Lebens und des Albvereins. Ich hoffe, man niemand vergesse, sonst bitte mal vorher um Entschuldigung. Ulm hat eine enorme Ausstrahlung und ist für mich die heimliche Hauptstadt des Landes, für uns ein idealer Festplatz. Ja, das ist wirklich ein bisschen so. Wohin des Wegs Schwäbischer Albverein, dieser spannenden Frage will ich ein bisschen nachgehen. Dass bei der heutigen Veranstaltung kulturelle Dinge besonders im Mittelpunkt stehen, ist klar. Mit dieser Veranstaltung wollen wir aufzeigen, woher wir kommen, wo wir gerade sind und wohin es gehen könnte. Lassen Sie uns zuerst zurückblicken in die Gründerzeit des Schwäbischen Albvereins. Diese beiden Lieder waren auch bündische Lieder, die früher eigentlich jeder kennt hat. Der Saal hat auch mitsingen dürfen, bei der nächsten dürfen Sie gerne mitsingen. Gell? Das ist auch ein Projektchor, der ganze Saal, haben wir nichts dagegen. Dass der Albverein von honorigen Bürgern gegründet wurde, dürfte den meisten bekannt sein. Er galt als sogenannter Herrenverein. Von Anfang an waren kulturelle Dinge, Gesang,
Musik, Trachten, Mundart und Tanz untrennbare Bestandteile der Aktivitäten des Schwäbischen Albvereins. Geradezu stürmisch ist der 1888 gegründete Verein gewachsen. 4 Jahre später, im Jahr 1892, hatte er bereits 18.000 Mitglieder. Die Möglichkeiten, die durch die neu gebaute Eisenbahn entstanden waren, veränderten die Gesellschaft. Es gab neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Dazu brauchte es den Schwäbischen Albverein. Ein Bericht in den Blättern des Schwäbischen Albvereins von 1892 ist köstlich und berichtet von vielerlei kulturellen Aktivitäten. Festfahrt auf das Zellerhorn, Einweihung der Schützhütte auf dem Zellerhorn bei Onstmettingen, Gesellschaftswanderung Hechingen, Zellerhorn, Drauf, Jungingen. Der Albverein hatte heuer Glück mit seinen Veranstaltungen. Und dass er es gut versteht, schöne Feste zu feiern, darüber herrscht in der unteren, mittleren und oberen Alb Einigkeit. Die Schutzhütte an der obersten Bergkante des Zellerhorns bietet nicht nur Unterkunft und Obdach, sondern auch einen trefflich balkonartigen Standort zur Betrachtung der reizenden Fernsicht. Die Hütte hat gemeinsam der Albverein und der Verschönerungsverein Hechingen gebaut. Die Frage, ob das Einweihungsfest der Cholera wegen verschoben werden sollte, wurde verneint. Die gute Onstmettinger Musikkapelle wurde zum Fest engagiert. Ängstliche Gemüter musste das umgeschlagene Wetter von einer Beteiligung an der Festfahrt abschrecken. Dem Nebel zum Trotze zogen vom frühen Morgen an verschiedene Gesellschaften auf verschiedenen Wegen dem Festziele der Schutzhütte auf dem Zellerhorn zu. Eine größere Gesellschaft fuhr unter Fahrpreisermäßigung von Tübingen nach Heiligkreuz bei Hechingen, wo die königliche Eisenbahngeneraldirektion ein Halten des Zuges freundlichst genehmigt hatte. Der Hauptstrom der Wanderer ging über Boll nach Mariazell. Von der Höhe dröhnten fortwährend Böllerschüsse zu Tal. Am Eingang in den Wald war eine grün geschmückte Ehrenpforte angebracht. Eine Bank, gestiftet vom Schultheiß von Boll, trägt folgende Inschrift: Willkommen, rühriger Albverein, angesichts des stolzen Zoller. Es ladet die Herren zur Ruhe ein, der Schultheiß der nahen Boller, der eigens hierzu errichtet hat, hier eine einfache Ruhestatt. Auf der Hochfläche des Zellerhorns, wo der Landwirt Lell von Onstmettingen eine gut ausgebaute Wirtschaftsbude hatte, waren hunderte Gäste eingetroffen. Die größten Mitgliedsgruppen kamen aus Stuttgart, Esslingen, Reutlingen, Pfullingen, Tübingen, Mössingen, Hechingen, Onstmettingen, Balingen, Ebingen, Haubrottweil. Weitere Abordnungen aus Böblingen, Bitzingen, Kirchheim, Urach, Ehingen, Neuffen, Lenningen, Nürtingen, Münsingen, Sigmaringen und anderen Städten. Ein Trompetensignal zeigte den Beginn des Weiheaktes an. Der Männerchor aus Hechingen sang. Danach begrüßte Eugen Nägele die Festgäste herzlichst. Anschließend brachte Redakteur Egel ein 14-strophiges Gedicht in schwäbischer Mundart zu Gehör, das beifällig aufgenommen wurde. Amtsrichter Knorr, der GAU-Vorsitzende, dankte in der Folge vielen Beteiligten, lenkte aber nach längerer Rede den Blick der Anwesenden auf den stolzen Hohenzoller. Sprach von der Liebe zum Vaterland, vom Kaiserhaus, dessen Wiege hier auf dem Hohenzollern ist, und dass wir ein einiges deutsches Vaterland haben. Er bat aus voller Kehle, die Nationalhymne Deutschland, Deutschland über alles zu singen. Auch diese Rede fand begeisterte Aufnahme und das vaterländische Lied wurde unter Musikbegleitung von der ganzen Festversammlung gesungen. Der mit einer ca. 50-köpfigen Wanderergruppe ca. 2 Stunden zu spät zum Festtag gekommene Vorstand des Albvereins Kammerer ergriff das Wort. Er schilderte die Reize der Alb, pries die Albwanderung als bestes Mittel, als Kräftigung von Körper und Geist. Er verlieh seiner Freude Ausdruck und feierte die Hütte als Geburtstagskind dem Wanderer zum Schutze und dem Wetter zum Trutz. Er hob die Bedeutung und Berechtigung solcher Festfahrten hervor und rühmte die vielfältigen Tätigkeiten des Albvereins. Eine Flasche deutschen Schaumweins wurde danach entkorkt und nach wiederholtem Hoch auf die Hütte unter Musikklängen und Böllerschüssen getrunken. Mit dem Absingen des bekannten Hohenzollernliedes endete der Weiheakt. Im Anschluss war es eine große Freude, dem fröhlichen Treiben auf der Bergwiese zuzusehen. Man sang und tanzte. Wie stark die Damenwelt vertreten war, zeigte eine aus 40 Paaren bestehende Française, die schön getanzt wurde. Hören Sie nun ein paar Takte Française, so wie sie damals auf dem Zellerhorn bei Onstmettingen getanzt wurde. Musik.
nach der großen, mit aus mehr als 40 Paaren bestehenden Française, die auf der Bergwiese getanzt worden war, wanderte man ins 5/4 Stunde entfernte Hechingen. Dort fand der zweite Teil des Festes statt. Weiter heißt es in den Blättern des Schwäbischen Albvereins, im Museumssaal in Hechingen hatten sich etwa 130 Gäste zum gemeinsamen Essen eingefunden. Dem Albverein zu Ehren hatte sich das Orchester des dortigen Musikvereins eingefunden, welches zum Bankett spielte. Die vortrefflichen Leistungen eines solchen Orchesters hatte man in einer kleinen Stadt nicht erwartet. Es folgten Trinksprüche, die der Musik und den Damen galten. Nach weiteren Ansprachen und gemeinsamen Gesängen nahm man Abschied. 1908, also 20 Jahre nach der Gründung, hatte sich die Mitgliederzahl des Albvereins auf 32.000 gesteigert. Von einer Herbstversammlung in Rottenburg wird berichtet. Nach dem vorzüglichen Verlauf der Versammlung gab es beim gemeinsamen Essen im Bären bei guter Bewirtung viele fröhliche Reden. Den ganzen Mittag konzertierte Musik auf dem Marktplatz. Um 3 Uhr zogen die Massen unter Klängen der Kapelle zum gefüllten bzw. überfüllten Turnhalle, die sehr kunstsinnig geschmückt worden war. Von weit her waren Freunde gekommen, sämtliche Spitzen der Stadt und Vertreter des Domkapitels und eine große Anzahl Söhne Rottenburgs, die es auswärts zu angesehenen Stellungen gebracht hatten. Trachtenträger aus der ganzen Umgebung gab es zu bewundern. Viele gemeinsame Gesänge erklangen, es gab eine Theateraufführung. Vorher und nachher gab es viele Reden und auch eine Albvereinsmarsch erklang, gespielt von der Feuerwehrkapelle. Rückblickend können wir feststellen, dass die Kultur von Anfang an einen breiten Raum in den Albvereinsaktivitäten eingenommen hat. Gesungen wurde und wird viel im Albverein, oft auch Silcherlieder. Hören Sie nun das Chörle der Volkstanzgruppe Frommern mit 2 Silcherliedern. Der Himmel lacht und heitere Lüfte spielen, der Frühling kehrt zurück in seiner goldenen Pracht. Mit lautem Jubelsang wird hier im Kühlen der schönen Zeit ein volles Glas gebracht. Die Freude verkehren die Gesichter, die Freude kommt in ihrem Königshaus. Die Liebe gab die hellen Frühlingslichter und spann den blauen Bogen drüber aus. In roter Glut die Goldpokale funkeln, die Sonne schaut mit Lust nach ihrem Kind, dem Wein. Und Geistertöne finden durch die dunklen Gewölbe dieser Blütenbäume rein. Wo sind die schönen Geister lauschen, die in der Liebe vollen Feuer trennt? Wo ihres Meeres Liste Bluten lauschen, da sei die ganze Seele rein versenkt. Der Strom des Lebens mag ihn unterquellen, wenn nur die Trauen stets an seinem Ufer blühen. Und süße Augen auf die dunklen Wellen verklären ihre Sonnenblicke sprühen. Drum, wenn Familie Leute spielen, der Frühling wieder in seiner goldenen Pracht. Wird unter Händen Jubelsang im Kühlen der schönen Zeit ein volles Glas gebracht. Nun leb wohl, du kleine Gasse, nun ade, du stilles Grab. Vater, Mutter, sah mir traurig und die Liebste sah mir nah. Und die Liebste sah mir nah. Hier in weiter, weiter Ferne, wie sich nach der Heimat sieht, lustig singen die Gesellen. Doch es ist ein falsches Lied, doch es ist ein falsches Lied. Andere Städtchen kommen freilich, andere Mädchen zu Gesicht. Ach, wo sind es andere Mädchen, doch die eine ist es nicht, doch die eine ist es nicht. Andere Städtchen, andere Mädchen, ich da mir.
Um 1914, also der Zeit, als der Erste Weltkrieg begann, steht in den Blättern: Anfangs war eine große Begeisterung, das Vaterland rief zu den Waffen. Präsident Nägele schreibt im August 1915, das Jahr 1914 hatte dem Schwäbischen Albverein einen kräftigen Aufschwung gegeben. Allein im ersten Halbjahr hat es uns fast 4000 neue Mitglieder gebracht. Da brach dieser ungeheure Krieg aus, den kein Deutscher gewollt und den fast keiner für möglich gehalten hat. Sehr viele Tote, man sagt auch Gefallene dazu, sind in den Kriegsjahren 1914 bis 18 zu beklagen. Sie hören das Lied Böse Zeit von Friedrich Sicher, gesungen vom Frauenchöre. Nach dem Krieg gab es eine große Notzeit, die noch ziemlich lange andauerte. 1925 konnte der Albvereins Männerchor Stuttgart sein 25-jähriges Jubiläum auf sehr schöne, ja großartige Weise feiern. Am 10. Februar 1926 konnte der unermüdliche und großartige Professor Eugen Nägele seinen 70. Geburtstag feiern. Es war ein sehr bedeutendes und großes Fest, das der Schwäbische Albverein seinem Präsidenten ausrichtete. Dabei kam es zu Spenden aus dem ganzen Land und so wurde dann in ganz kurzer Zeit ein Haus mit, das seinen Namen trägt, das Nägelehaus auf dem Reichberg gebaut und schon 1928, also 2 Jahre später, eingeweiht. Auch bei dieser Einweihung wird viel von Gesang, Gedichten, Musik und Tanz und vielen Reden berichtet. 1933 kam die Zeit, da Juden und Marxisten auch im Albverein kein Amt ausüben durften. Professor Nägele kämpfte zusammen mit vielen gegen das Führertum und die entsprechende Satzungsänderungen. Aber auch im Albverein wurde das Führerprinzip eingeführt. Beachtenswert ist, dass es 1933 2741 Austritte aus dem Schwäbischen Albverein gab und nur 2451 Neueintritte. Das erste Mal ein Rückgang in den Mitgliederzahlen. Man hat sich also durchaus, wenn auch erfolglos, gegen Hitler und die Nazis gewehrt. Eugen Nägele, die große Persönlichkeit des Schwäbischen Albvereins, hatte Charakter und gab sein Amt, das er ja jahrzehntelang überaus erfolgreich ausgeübt hatte, 1933 mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft auf. 1939 kam die Stunde Georg Fahrbachs. Er sei der rechte Mann am rechten Platz, steht in den Blättern des Schwäbischen Albvereins. Er wurde einstimmig zum neuen Führer, es steht dabei in Klammern, erster Vorsitzender, gewählt. In seinem Bericht von 1939 will ich Ihnen das Schlusswort zur Kenntnis bringen. Ich zitiere: Dieser Heimat, meine lieben Freunde vom Albverein, wollen wir auch künftig dienen, treu und selbstlos, wie es dem deutschen Wandersart immer war, stark im Glauben an die Sendung des deutschen Volkes und unerschütterlich im Vertrauen auf den Führer Adolf Hitler. Dann kam der Zweite Weltkrieg, der unendlich viel Leid, Not und Kummer über die Menschen brachte. Tod, Vernichtung und Vertreibung überall. Als der Krieg ganz fürchterlich tobte, als auf beiden Seiten schon unendlich viel Leid zu beklagen war, gab es ein Lied, das alle mochten über die Grenzen und Fronten hinweg. Der Text über Abschied, Befehlszwang und Heimweh traf die innere Stimmung von Millionen Soldaten und alleingelassenen Frauen, aller damals kämpfenden Armeen und deren Angehörigen auf beiden Seiten der Fronten und wurde zu einem weltweit verbindenden Lied. Das Lied wurde von den Nazis verboten, weil die Sängerin Lale Andersen Kontakt zu den Juden hatte. Sie erhielt Berufsverbot von den Nazis. Das Lied aber hat sich trotzdem durchgesetzt. Das Lied war auf beiden Seiten der Front dermaßen beliebt, dass abends kurz vor 22 Uhr, wenn das Lied im Radio gespielt wurde, oft Feuerpause an den Fronten war. Lili Marleen von Hannah Brinkmann singt sie. Thank you.
Irgendwann war auch dieser schreckliche Krieg vorbei. 1946 erteilte die amerikanische Militärregierung dem Jungalpverein, der von den Nazis zwangsaufgelöst worden war, die Lizenz als Jugendorganisation. Peter Gößler, ein enger Freund des 1937 verstorbenen Professor Nägeles, übernahm das Amt des ersten Vorsitzenden des Jungalpvereins. Voraussetzung für die Wiederzulassung des Schwäbischen Albvereins, also des Erwachsenenvereins, war die Rückkehr zu demokratischen Strukturen. Das dauerte etwas. Die neue Satzung wurde auf der Hauptversammlung in Blochingen am 16. Januar 1949 verabschiedet. Es ging wieder aufwärts. 1952 gründete man den Südweststaat, den man nach längerer Namensdiskussion den Namen Baden-Württemberg gab. Bis zum heutigen Tag sind die beiden Landesteile Baden und Württemberg durchaus noch ziemlich getrennt, sogar bei den Wandervereinen. Die badischen Nachbarn singen mit großer Begeisterung ihre Nationalhymne. Es spricht vieles dafür, dass man an so einem schönen Jubiläum wie heute auch die baden-württembergische Nationalhymne singt. Oft wird beim Schwäbischen Kulturarchiv, also bei uns in Dürwangen, nachgefragt, was eigentlich die württembergische Nationalhymne sei. Es gibt nicht nur eine schwäbische Nationalhymne. Justinus Kerner schrieb das Lied Preisen mit viel schönen Reden, das er dem Gründer der Tübinger Universität, Eberhard, der mit dem Bart Herzog von Württemberg, widmete. Wir wollen davon drei Verse singen. Die Melodie passt eigentlich nicht so zum obrigkeitshörigen Text. Preisen mit viel schönen Reden. Preisen mit viel schönen Reden. Große Revolution. Am 24. September schreibt Gottlieb Rau auf einem Flugblatt in Rottweil, die Demokratische Republik ist proklamiert. Und der Revolutionszug setzte sich unter dem Motto mit Gott für das Volk nach Stuttgart in Bewegung, um den König abzusetzen. Hätten die Demokraten damals gewonnen, so wäre uns vermutlich drei große Kriege und vor allem Adolf Hitler erspart geblieben. Leider scheiterten unsere demokratischen Revolutionäre. Rau und andere kamen auf den Aschberg. Und Rauschezug ging als Zwetschgenfeldzug in die Geschichte ein. Der Name Zwetschgenfeldzug soll daher kommen, dass die erfolglosen demokratischen Revolutionäre ihren Kummer über das Scheitern im Zwetschgenschnaps ertränkt haben sollen. Also der Zwetschgenfeldzug. Gottliebs Rau, die Zeit, die Sonne hat sich übrigens hier in Ulm erhalten. Ich habe das ganze Land abgesucht und hier habe ich sie gefunden. Das ist also ein Lied aus jener Zeit. O hängt ihn auf, man darf mitsingen. O hängt ihn auf. Oh, du bist gut. Oh, du bist gut. Oh, du bist gut.
Einer der führenden Köpfe der 48er Revolution in Deutschland war Robert Blum. Auch er war verhaftet worden und wurde am 9. November in Wien hingerichtet. Deshalb gab es am 10. November in ganz Deutschland und auch in Stuttgart Totenfeiern für Robert Blum. In Stuttgart waren über 3000 Menschen zusammengekommen, um dem Demokraten Robert Blum zu gedenken. Der Stuttgarter Sängerbund sang neben anderen Liedern die Nationalhymne der demokratischen Revolutionäre von 1848. Auf und lasst die Fahnen fliegen. Auf und lasst die Fahnen fliegen, Schwerter öffnet uns die Bahn. Gott mit uns zu Kampf und Siegen, Feinde weh, die Rechte nach. Eine dritte ganz wichtige schwäbische Nationalhymne kommt aus dem Land, dem das deutsche Kaisergeschlecht entstammt und dessen wichtiger Name leider bei der Namensgebung unseres Landes Baden-Württemberg weggelassen und vergessen wurde. Es ist im Bindestrich versteckt. Es kommt aus Hohenzollern, einem großen und wichtigen Landesteil. Hohenzollernlied. Thank you.
Baden-Württemberg, seine Identität und seine Hymnen, ein spannendes Thema, das man irgendwann vielleicht einmal regelt. 1950 war die erste große Hauptversammlung bzw. das Landesfest des Albvereins nach dem Krieg in Fellbach. Ein Autor eines Artikels mit dem Namen Wagner schreibt in den Blättern. Er schwärmt von dem schwäbischen Heimattag in der Stadthalle, zu dem 3000 Besucher gekommen waren. Der Albvereins Männerchor sang mit ca. 100 Sängern. Die Jugendgruppen des Albvereins erfreuten mit ihren schönen alten Volkstänzen. Besonders wert von all dem Schönen die Bitzinger Trachtengruppe und der Ulmer Singkreis. Alle Herzen jubelten dem Albvereinsnachwuchs zu, er ist auf dem besten Wege. Der Albverein umfasst alle Altersklassen, alle Stände, alle Parteien, Konfessionen aus Nord- und Südwürttemberg. Wahre Heimatliebe führt hier zur edelsten Demokratie. So kehrten alle hochbefriedigt nach Hause zurück, stolz Mitglied im schwäbischen Albverein zu sein. Dem Jahresbericht von 1960, den Georg Fabach in Aalen 1961 vorgetragen hat, kann man entnehmen, dass er weitsichtig und umweltbewusst geworden war. Er trat sehr für den Erhalt unserer Landschaft ein, legendär sein Kampf um Stettinger Hörnle. Aber auch die fortschreitende Wasserverschmutzung und Umweltzerstörung prangerte er an. Er war auch ein großer Anreger und Förderer der Kulturarbeit. Sein Bericht von 1961, der Albverein hatte es unter seiner Leitung auf 77.000 Mitglieder gebracht, ist durchaus weitblickend. Er war ein guter Präsident geworden, wenn er auch immer als großer Führer auftrat, was mir persönlich nicht so gefiel. Ich war übrigens 1961 in Aalen als 16-Jähriger mit dabei und hatte gerade meine erste rote Weste bekommen und mit dem Volkstanzen begonnen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und reihte mich in Aalen in die große Polonaise am Sonntagnachmittag ein. Da stürzte ein ziemlich erboster, mir damals unbekannter Mann auf mich zu und seine ganz laut vorgebrachte Kritik ließ mich vor Scham fast in den Boden versinken. Hot der Kerl, er raute Weste und lauft bei der Polonaise mit dem falschen Fuß. Das war Kurt Wager. Damit hatte ich eine andere große Persönlichkeit kennengelernt. Wager hat mich anfangs stark beeindruckt. Seine Arbeit gefiel mir sehr. Und mit Kurt Wager konnten wir im Albverein in Sachen Heimat- und Kulturpflege und in Sachen Volkstanz einiges bewegen damals. Das Kurt Wager Archiv und die von ihm gegründete Volkstanzberatungsstelle sind heute im Besitz des Schwäbischen Albvereins im Haus der Volkskunst in Balingen-Dürwangen. Volkstanz ist ein Begriff, der mehr umfasst als Hüpfen im Kreis oder Heimattümelei, wie manche Menschen meinen. Es gehört die traditionelle Musik dazu und ist fast immer mit einem Tanzlied verbunden. Oft tragen die Tänzer Kleider, wie sie die Vorfahren vor ca. 200 Jahren getragen haben. Es ist zum Teil uraltes Kulturgut, das zur regionalen Identität beiträgt. Der gemeinschaftsbildende Wert war und ist uns Tänzern sehr, sehr wohl bewusst. 1970 erreichte der Schwäbische Albverein die 100.000 Mitgliederzahl. Kurt Wager ist auch der Namensgeber für die Kurt-Wager-Medaille, die der Kulturrat des Schwäbischen Albvereins alle 3 Jahre vergibt. Es ist die höchste Auszeichnung, die im Bereich der traditionellen Kultur bzw. im Volkstanzbereich in Baden-Württemberg zu vergeben ist. 1988, beim 100-jährigen Jubiläum, konnte die Kultur im Schwäbischen Albverein großartige Feste in Blochingen und Stuttgart feiern. Ich denke an den legendären Volkstanzball in der Alten Reithalle und auch an die 10 ausländischen und 40 schwäbischen Volkstanzgruppen, die in Stuttgart ein großes, schönes, internationales Fest gestalteten. Nach 1988 kam es ermuntert und ermutigt durch unseren Ehrenpräsidenten Peter Stoll zur Gründung des Volkstanzrates. Lieber Herr Stoll, wir Volkstänzer und Kulturschaffende verehren Sie sehr und danken Ihnen ganz herzlich für die Erkenntnis, dass die traditionelle Kultur wichtig für den Schwäbischen Albverein ist. In Ihrer Amtszeit kam es zur Gründung des Volkstanzrates. Wir beide gründeten zusammen das Schwäbische Kulturarchiv 1992. Seither gibt es einen Etat für das Schwäbische Kulturarchiv. Für die Weiterentwicklung unserer Albvereinskulturgruppen gibt es ebenfalls einen Etat, der vom Kulturrat, der alle 4 Jahre basisdemokratisch gewählt wird, verwaltet wird. Lieber Herr Stoll, der Kulturrat des Schwäbischen Albvereins dankt Ihnen herzlich für Ihre Weitsicht. Sie haben ohne jeden Zweifel wichtige Weichen in die Zukunft gestellt. Und der Kulturrat verleiht Ihnen hiermit die Kurt-Wager-Medaille für Ihre große Hilfe und für Ihr Engagement im Schwäbischen Albverein, die traditionelle schwäbische Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Nun die spannende Frage, wo geht's hin? Wohin des Wegs, Schwäbischer Albverein? Der immer schneller werdende Informationsaustausch verändert alles. Wer will in einem überbürokratisierten Land mit unglaublich vielen Vorschriften künftig noch ehrenamtliche Verantwortung mit all seinen Risiken übernehmen? Wer will in seiner kostbaren, knappen Freizeit gehorsamer Diener der überall ausufernden Bürokratie sein? Es ist jetzt schon vielerorts schwierig, Leiter unserer Ortsvereine, wir sagen Vertrauensmänner oder Vertrauensfrauen dazu, zu finden. Präsident Rauchhus hat viel mit diesem Problem zu kämpfen. Wir werden unsere Vertrauensleute von Verwaltungsaufgaben entlasten müssen. Ein Beispiel, das mühselige und teure Verpacken und Verschicken von Wanderkarten und anderen Dingen können wir unseren Leuten vor Ort wirklich ersparen. Noch ein zusätzlicher Fragebogen und noch eine wichtige Liste, die es zu bearbeiten gilt. Das wird nicht mehr gehen. Man wird vieles vereinfachen müssen, wenn man Vertrauensleute finden will. Da bin ich mir ganz sicher. Damit unser Schwäbischer Albverein für junge, engagierte Menschen attraktiver wird, bedarf es einiger Erkenntnisse und Änderungen. Ein bisschen demokratischer muss der Albverein in der Führung werden. Es wurde sehr viel Macht an das Präsidium übertragen. Ob unsere wichtigsten Gremien, der Vorstand und der Hauptausschuss zur Hälfte aus hohen Landesbeamten bestehen sollen, muss deutlich hinterfragt werden. Ich will das verdeutlichen. Ein Gaubmann repräsentiert meist mehr als 6.000 Mitgliederstimmen. Er ist ja dafür im wichtigsten demokratischen Gremium, dem Hauptausschuss. Leider kann er die Anliegen der 6.000 Mitglieder, die er repräsentiert, nur sehr schlecht vorbringen, da viele hohe Beisitzer das gleiche Stimmrecht und oft mehr Redezeit haben. Das haben die Siegermächte, die uns 1949 die demokratischen Strukturen fordert haben und uns die Demokratie geschenkt haben, sicher nicht so gewollt. Ich denke auch, dass man erkennen muss, dass wenn jemand anderer Meinung ist, der nicht unbedingt ein Gegner ist, sondern ein Mitstreiter und Mitdenker. Reife Demokraten wissen das. Auch braucht es mehr Frauen in Führungspositionen. Das hat im Altverein begonnen, da sind wir auf einem guten Weg. Optische Äußerungen, Veränderungen der öffentlichen Vereinsdarstellung sind, wenn sie demokratisch eingeführt werden, sicher kein Fehler. Ist aus der Schäne Schüssel, wenn nichts drin ist, sagt man bei uns auf der Alp. Man meint damit, der Inhalt einer Sache ist wichtiger als deren äußerer Schein. Inhalte hatte und hat der Schwäbische Albverein in Hülle und Fülle. Man muss sie nur in unseren Ortsvereinen und auch im Hauptverein leben bzw. vorleben. Ich sehe große Chancen für den Schwäbischen Albverein, dessen Vielfalt, Natur, Heimat und Wandernde auch Stärke sein kann. Wir haben viele starke Ortsvereine. Der Albverein ist in der Fläche gut aufgestellt. Die Eigenwilligkeit der starken Ortsvereine und ihre weitgehend auch finanzielle Unabhängigkeit ist ein deutlicher Pluspunkt in Sachen demokratischer Struktur. Unsere stärksten und besten Dinge sind die Gemeinschaftspflege, Gesang, Musik, Tanz, Wanderungen, gemeinsame Naturschutz- oder Wegbauaktionen. Das sind die Bausteine für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Dort, wo musisch-kulturelle Kinder- und Jugendarbeit stattfinden, sind unsere erfolgreichsten Ortsvereine. Das war so und wird auch in Zukunft so sein. Ein Beispiel aus dem großen Bereich der traditionellen Musik. Die beiden jungen Männer haben ihre Hirtenhörner, es sind eigene traditionelle Schwäbische Hirtenhörner, selber im Haus der Volkskunst gebaut und dort das Spielen gelernt. Sie sind Mitglied im Schwäbischen Albverein seit einem Jahr etwa oder anderthalb. Hören Sie zwei schwäbische Hirtenhörner. Ich möchte diesen Ruf sehr bewusst als Weckruf verstanden wissen. Wir müssen Kinder und Jugendliche für unsere Ziele und Ideale werben und gewinnen. Dass es geht, beweisen viele unserer Kulturgruppen. Es ist sehr, sehr schwer, aber es geht. Zur Kultur der Schäfer, die ja weite Teile unserer Alplandschaft prägten und prägen, gehört die Sackpfeife, auch der Dudelsack genannt. Agnesa Brinkmann hat ihren schwäbischen Dudelsack, auch Sackpfeife genannt, ebenfalls selber im Haus der Volkskunst gebaut. Ingmar Seiwert hat ebenfalls als ganz junger Mann in Dürrwangen das Dudelsackspielen gelernt. Er leitet heute unsere Dudelsackspiele. Sie hören ein Schäferlied.
Heute ist ein Festtag und ich will nicht so viele Probleme ansprechen. Es gibt da doch noch einiges. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, hat Michail Gorbatschow formuliert. Auf einigen Feldern, so zum Beispiel bei Wegen und Wegbezeichnungen, haben wir an Kompetenz eingebüßt. Hier gilt es, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Beim Naturschutz und Landschaftsschutz hat der Große Schwäbische Albverein durchaus großes Gewicht. Unsere Jugendarbeit darf zunehmen. Vor allem die musisch-kulturelle Jugendarbeit bietet große Chancen. Unsere Jubiläumsaktion, CDs und DVDs mit schwäbischen Kindertänzen an die Kindergärten des Landes zu verschenken, geht in diese Richtung und stärkt auch unsere sehr, sehr gute Familienarbeit. Die beiden Hümmelchen und Bock spielenden Musikanten Dorle Zehnd und Jörg Neubert kommen beide aus der musisch-kulturellen Jugendarbeit. Ist schon eine Weile her, aber des Schwäbischen Albvereins Frommern-Dürwangen, also der Volkstanzgruppe Frommern, Schwäbischer Albverein, wie wir heißen, Taubentanz. Herzlich Danke sagen will ich am Ende meines Vortrags allen Sängerinnen und Sängern des Projektchores und den Musikanten für ihr Mitmachen und auch Mitproben. Herzlichen Dank auch dem Frau- und dem Männerchörle, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Sie konnten heute hier erleben, welche starke Ausstrahlung traditionelle Lieder und Musik entfalten können. Heute Nachmittag, darauf dürfen wir uns ganz besonders freuen, kommt der traditionelle Tanz dazu. Es scheint zu gelingen, dass wir 8 große Bändertänze stellen, also 2 mehr als beim 100-jährigen Jubiläum in Stuttgart. Der Bändertanz passt wunderbar zum 1. Mai. Vielleicht werden unsere Bändertänze als die meisten Maibaumtanzenden Menschen der Welt als Guinness-Weltrekord anerkannt. Man wird sehen. Diese kulturelle Demonstration am heutigen Tag soll helfen, ein bisschen mehr schwäbische Identität zu schaffen und dem Schwäbischen Albverein in seinen über 550 Ortsvereinen Mut zu machen, sich noch mehr mit traditioneller Musik, Liedern und Tänzen der Schwaben zu beschäftigen. Ich glaube ganz fest daran, dass der Albverein auf diesem Feld damit auf einem guten, richtigen Weg in die Zukunft ist. Es gibt da ein Lied aus der Revolutionszeit, das zum Thema passt. Lasst uns gemeinsam das Bürgerlied singen. Es ist auf Ihrem Prospekt drauf, ob wir rote, gelbe Kragen, also ob die Standesunterschiede spielen. Da keine Rolle in dem Lied, war ein wichtiges Lied. Tun wir was dazu. Auch wir schauen zu, was wir reiten oder auch zu Fuß, wir schreiten für was unserem Zielen zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut, was tut nichts dazu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Wir neues bauen oder altes, nur verdauen, wie das Gras verdaut wie du. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, dass du das tut, was dazu. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, dass du das tut, was dazu. Ob im Kopf etwas Pilze und im Herzen, was es brennt in meinem Nu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunkeln träge Mauern, dass du das tut, was dazu.